sein, der Komiker zu sein, auch des Straßentheaters mit Holzminden zu sein, und dass wir eben froh sind, die Stadt von Baron Münchhausen, von Wilhelm Busch oder auch von Otto Walkes in Niedersachsen zu haben. Also wir sind da schon zur ganzen Bandbreite mehr als die Süddeutschen, man kann es manchmal zutrauen. Spätestens seit gestern dürfte klar sein, der deutsche Meister kommt aus dem Norden, der Pokalsieger kommt aus dem Norden. Also wir können Dinge, die eben zeigen, dass manchmal im Süden mehr Wind gemacht wird, aber wir hier im Norden mehr Wind haben. Deswegen haben wir hier auch die Windräder und nicht andere im Süden. Also deswegen gehört auch ein Harlekin dazu, wenn wir wunderbares Porzellan aus der Welt bei uns ausstellen. Und zusätzlich zu dem Harlekin, den wir gleich überreichen können an die Siegergruppe, gibt es 1.000 Euro in bar, wie mir gesagt wurde, in einem Umschlag. Ich gehe mal davon aus, dass die dann auch wirklich drin sind. Und im Zweifel sind die bei den Künstlern sowieso besser aufgehoben als irgendwo an der Wall Street eingesetzt. Ich freue mich, dass ich die Entscheidung jetzt hier bekannt geben darf. Und die befindet sich in einem Umschlag, der unter dem Rednerpult sein soll. Und jetzt dürfen wir es ja sagen, beide Umschläge sind unter dem Rednerpult. Und ich darf den jetzt öffnen. Ich will natürlich auch das Geld nicht kaputt machen, deswegen mache ich das jetzt vorsichtig. Der Preisträger des Publikumspreises des 10. Internationalen Straßentheaterfestivals Holzminden 2009 kommt aus unserem Nachbarland, den Niederlanden, und heißt Theater Gajes aus den Niederlanden.